irgendwann wird es eben Zeit und eigentlich habe ich im letzten Jahr, wollte ich schon aufhören, dann hatte ich nochmal den Traum, Olympia zu schaffen. Dann hat mich aber im letzten Jahr, habe ich nicht so gut gespielt, habe dann am Ende des Jahres Verletzungen gehabt und da war für mich eigentlich schon klar, dass der Ziel, vierte Mal Olympia, nicht mehr klappt. Und insofern war dann auch schwierig für mich, die Motivation in meinem Alter noch zu finden. Und habe Doha noch gespielt, das erste Turnier, was ich gewonnen habe, 99. Und dann die Australian Open, wo ich natürlich besondere Erinnerungen habe. Und insofern war das für mich meine kleine persönliche private Abschiedstour. Für mich ist es ganz wichtig, ja, erstmal zu verstehen und zu lernen, wie so ein Turnier von A bis Z aufgebaut wird. Ich komme vom Tennisplatz und möchte jetzt mal alles hinter den Kulissen lernen. Habe natürlich schon viel gelernt, aber bei weitem noch nicht alles. Und für mich ist natürlich wichtig, erstmal mitzuarbeiten, dann auch in Zukunft Sponsoren anzugehen, vielleicht die eine oder andere Tür zu öffnen, mit Herrn Thiriak zusammen, um wirklich das Turnier auf gesunde Beine zu stellen, dass wir hier lange Jahre Tennis in Düsseldorf haben. Der Club ist erstmal sensationell. Ich habe letztes Jahr miterlebt, als hier ein Hagelsturm war, wie wirklich 50 Leute oder noch mehr auf den Plätzen waren, den Hagel weggekehrt haben, die ganze Nacht bis nachts um 1 Uhr. Und mit so einem Team zu arbeiten, es macht sehr, sehr viel Spaß und es ist schon beeindruckend, wie wirklich der Club hinter diesem Turnier steht.